Willkommen zurück. Wir waren hier stehen geblieben. Haben uns hier irgendwo verfranst. Und ich bin mir nicht sicher, wo. Oder muss ich jetzt... Oh nö, die sind alle wieder da. Könnte man denn jetzt noch hin? Da oben könnte man noch hin höchstens. Aber da war ja auch nur... ja. Ey, da hat einer was geklaut oben rechts. Der ist gerade weg. Müssen wir echt die Fallen davor, das ist ja gay. Da rechts ginge es noch lang. Du bist ein Arsch. Elfische Unterwäsche ist ja interessant. Könnte für ein paar Mal zu verkauft werden. Batsch. Batsch. Muss ich echt das an den Fallen lag anscheinend. Na, dann werden wir das auch machen. Hier bin ich glaube falsch. Lass ich mein Leben wieder haben. Gibt's mir nicht wieder, schade. Patsch, 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 patsch. Jojo, machen wir einfach mal, wa? Das ist ja noch recht simpel. Au! Leck mich! Ich mag diese Fallen definitiv nicht. Dass mich die Scheiße getroffen hat. Wie ist denn das möglich? Mann, 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 hier kann man echt nur Schritt für Schritt nach vorne. Muss dann echt aufpassen, dass man jede Scheiße anguckt. Hehe. Ah, ich wollte mal die Heiltränke auf eine andere Position legen. Die sind hier echt scheiße auf Null, würde ich sagen. Aber ich muss. Das ist echt ein riesiger, verdammter langer Gang hier. Da hinten hat es dann echt. War es dann echt beschissen, kurz vorm Ende. Genau hier war's. Alter! Ich komme hier nicht weg von diesem Scheiß! Wie kann ich denn da rüberkommen? Ich muss springen. Leck mich. Und wieder alles von vorne. Wuhu, macht das Spaß. Kannst du mal die Kimmel lutschen, du Drecks. Feuerball. Lol. Da kam jetzt aber ein Giftspeer. Wuhu!
Mein Gott. Geht mir nicht auf die Eier. Ich hasse Fallen. Das ist das Übelste überhaupt. Ich mag Fallen nicht, ich mag's nicht. Ich mag's auch nicht. Mann, 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 ey. Ich weiß gar nicht, wie viel ein Heiltrank so hielt. Das sollte mal knapp. So, jetzt kommt der beschissenste überhaupt. Ich wette, danach geht's immer noch weiter. Leck mich, du Falle! Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Fallen Deaktivierungshebel nicht anfassen, leck mich! Ich hab den Scheißes berührt. Meine Güte, hat mich das genervt. Mann, 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 sowas geht mir richtig krass auf die Nerven, aber wir haben es geschafft. Du hast es geschafft? Ich bin dir auf ewig dankbar. Gern geschehen, mein Freund. Nur nebenbei, weißt du etwas an einem Orakel in der Nähe? Du hast Fragen, die Antworten bedürfen. Es gibt eine weise Kreatur, die oben in der Mine lebt. Vielleicht kann sie dir helfen. Hier ist der Schlüssel zur Mine. Wir sehen uns drüben. Auf Wiedersehen. Thank you, nur weiß ich nicht mehr, wo der Schlüssel... Du hast den Test der Fallen bestanden und den Schlüssel der Mine erhalten. Ja, finde ich total lustig. Und ich weiß aber nicht, wo ich den einsetzen muss. Ich habe das schon wieder vergessen. Give me more XP. I need them. So, da unten hätten wir höchstens noch einen, ob das der Schlüssel ist. Wo ich die einsetzen muss. Wer weiß. Tada! Da geht es zur Mine. Warum hältst du an? Hast du die großen Steine herunterfallen sehen? Ich könnte von einem dieser Steine zerquetscht werden. Gibt es denn keinen anderen Weg? Dieser Durchgang ist der einzige Weg, um die Mine zu erreichen. Ja, ich bin sicher, du würdest es mir sagen, wenn es einen anderen Weg geben würde. Die fallen immer nach dem gleichen Muster runter. Na, so. Wuhu! Oh nö, oder? Noch mehr? Oh, scheiße. Aber man kann ja locker drüber rüberjumpen. Man sollte sich nur nicht direkt von den Viechern treffen lassen. Ey, seid ihr bald mal fertig? Schlimm genug, dass es eins gab. Wow, ist nicht dein Ernst, oder du Mistvieh? Ich latsche jetzt einfach straight durch. Schlimmste ist immer das Nachdenken. Wenn du nachdenkst, hast du verloren. Ja, plus 20 Aussagen, Gott schütze die Dummen. Warte, was sind das für Dinger, die mich da anstarren? Sie sehen aus wie fliegende Augen. Ob das Hanakons Spione sind? Ich töte sie besser, bevor sie jemanden alarmieren können. Ich versuche von hier aus mit dem Bogen zu treffen. Um ein entferntes Ziel anzuvisieren, drücke die Tab-Taste. Du kannst nur Ziele anvisieren, die für dich in Sichtlinie sind. Boah, Alter. Was geht mit meiner Maus ab?
Dann saufen wir mal einen Healpot. Ja, hielt schon recht okay. Kann man schon mal sagen. Ah. Und wir können ja endlich mal ganz kurz weggehen und healen. Und speichern. Ja, doch, das war's hier. Da muss man echt den Überblick behalten. Hier muss man... Fotografisches Gedächtnis ist auf jeden Fall nützlich. Und ich habe jetzt einen Hearpod umsonst ausgegeben, aber macht ja nichts. Wir sind gleich... Ach ja, ich muss ja Enter drücken. Wir sind gleich Level 3 und wenn man den ganzen Scheiß irgendwann mal merkt, dann ist man echt... echt bekloppt in der Birne. Aber das habe ich ja irgendwo gesehen gehabt schon mal. Dies muss die Mine sein, wie der Geist mir sagt. Oh mein Gott. Das Orakel muss oben irgendwo sein. Ich muss nur einen Weg nach oben finden. Schau, Sera, dort unten ist eine Art Durchgang. Vielleicht führt er zum Orakel. Aber es ist zu weit. Den Sprung schaffe ich nicht. Warte. Dort ist ein Seil, das auf die andere Seite reicht. Mal sehen, ob ich dort daran entlanghangen kann. So. Na, ich will da hoch. Na, da komme ich wohl nicht hin. Ein Ring des Schützen. Mit einer Rolle in der Nahkampfmeisterschaft. Und man kann ja zwei Ringe tragen, eventuell sogar noch mehr. Mir wird das Menü leider nicht richtig angezeigt. Oh, doch, da ist was. Als ein Mönch einen Pfeil mit der bloßen Hand fing, sprach Zularius der Große: Geist und Körper in Einklang, dies zusammen ist der Schlüssel zur Überlegenheit. Du hast die Herausforderung, der König des Ausweichens, entdeckt. Die Herausforderung ist, weiche allen fallenden Steinen zwischen den Säulen im Korridor zur Mine aus. Damit haben wir eine Herausforderung bestanden: der König der Ausweicher. Du kannst 8 Ringe gleichzeitig. Oh, sehr schön. Warte ich, bis das Ding vorbeikommt. Wenn es dann einmal kommen sollte. Hallo! Batsch! Oh lol. Peinlich. Ich hab's nicht mal getroffen. Da oben musste ich aber hin. Ah, sieht's ein bisschen immer schwer aus mit der Übersicht. Oh, was haben wir denn da? Sera, schau, eine andere Box. Was ist denn dieser? Diese Box enthält den Geist des Todes. Sprichst du mit ihm, stirbst du und gehst in die Unterwelt. Wenn das wahr wäre, hättest du mich nicht gewarnt. Nun denn, sprechen wir mit ihm. Ich muss dich nur nachmachen. Dummer Sterblicher, du wagst mich zu verdrängen. Dummer Sterblicher, du... Verdammt, seist du deine Worte. Kapla, ich bin ein Diener von Harnakon und er sandte mich hierher, weil du mir etwas anzubieten hast. Ich bin Pyros, der reine Geist des Feuers. Ich wäre geehrt, dir die Geheimnisse der Flamme zu gewähren, um dir mein